Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war vor 2 Tagen bei DM und ich habe was mega cooles entdeckt, wie ihr bereits sehen könnt. Und zwar sind das die magnetischen Wimpern von Adele. Die sind jetzt neu. Und ich stand da vorne und ich dachte mir so, okay, wie geil ist das denn? Kein Verkleben mehr, kein Kleber mehr. Wie geil ist das denn? Und deswegen habe ich mir sie mitgenommen. Ich muss sagen, der Preis ist ziemlich krass teuer. Also 14 Euro irgendwas hat mich das jetzt gekostet, finde ich viel zu teuer, aber na gut, kann man mal machen. Ich werde es heute mal ausprobieren und ich bin sehr gespannt, ob es wirklich klappt. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ich würde sagen, wir legen los. Ich bin sehr gespannt, oh mein Gott. Okay. Das sieht irgendwie komisch aus. Und jetzt kommt noch eine Wimper, die kommt dann unten. Das heißt, die eigenen Wimpern sind dann zwischen, ja, zwischen den Fake Lashes. Finde ich eigentlich ganz gut, weil, ja, sieht hoffentlich natürlicher aus. Also kann ich mir auf jeden Fall so vorstellen. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Scheiße. Und hä, wie soll ich das denn hinkriegen jetzt? Okay, ich habe es anscheinend doch nicht so gut hinbekommen. Ey Leute, das ist so schwer. Ich krieg's nicht hin. Oh mein Gott. Okay Leute, ich krieg's einfach nicht hin. Ich versuch's jetzt mal auf der anderen Seite. Vielleicht habe ich ja ein bisschen mehr Glück da. Oh mein Gott. Das ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe, ne? Okay. Oh. Also ich muss sagen, auf der Seite habe ich das wirklich gut hinbekommen. Es könnte noch ein bisschen näher am Wimpernkranz sein. Also hinten finde ich es etwas schwer. Oh. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Krass. Hier ist es ein bisschen gefailt, aber da kann ich das eigentlich nochmal versuchen. So Leute, das ist das Ergebnis. Besser habe ich das leider nicht hinbekommen. Also die Seite finde ich richtig schön, aber die geht gar nicht. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Es ist auch gar nicht so leicht, wie es eigentlich aussieht. Also wirklich jetzt. Aber ich denke, wenn man Geduld hat und ein bisschen übt, dann glaube ich, kriegt man das ganz gut hin. Es ist auch nicht unmöglich, aber man muss halt wirklich Geduld haben und das, ja, halt genau treffen. Aber ich muss wirklich sagen, mir gefällt das Ergebnis eigentlich sonst ganz gut. Ich finde es wirklich natürlich. Ja, die Wimpern verkleben nicht und es tut auch nicht weh beim Abziehen. Und ja, ich finde es echt, ich finde es wirklich schön, muss ich sagen. Das war jetzt mein Test zu den magnetischen Wimpern von Adele. Wie gesagt, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Finde es nur ein bisschen zu teuer, aber ich finde es ganz cool. Also auf jeden Fall eine richtig geile Idee. Ich bin mega gespannt, wie die halten. Ich muss noch ein bisschen üben, vor allen Dingen auf dem Auge. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier könnt ihr mich natürlich abonnieren. Hier blende ich 2 meiner anderen Videos ein. Dann sehen wir uns zum nächsten Video und ich wünsche euch einen super schönen Tag. Und bis dann. Tschüss.